Was ist denn das für eine Scheiße? Es ist doch so ein Joke. Es ist doch so ein Joke. Es ist so bad. Es ist so bad. Boah, wie hart ich in den Arsch gefickt werde, dass ich Elite erreiche, ne? Es ist echt hart, Alter. Wie hart ich in den Arsch gefickt werde. Ey. Was soll denn das hier? One Rewards. 20 Uhr kommen die. Wir können erstmal die Division Rivals Rewards abholen, Freunde. Ja. Das ist, glaube ich, Rang 1. Nee. Division 1, Rang 3 müsste das sein. Also es ist, genau. Entweder Division 1 oder Division 2. Ich weiß nicht, ob das noch aus der vorherigen Woche zählt. Jedenfalls haben wir zur Auswahl. Entweder 40.000 Coins, 4 50k Packs und 2 35k Packs untrade. Oder 2 50k Packs und 1 35k Pack tradable. Ich glaube, wir nehmen die tradable Dinger, oder, Freunde? Würde sagen. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Also Coins, ja. Aber was will ich mit untrade Packs? Division 2 ist das, ne? Ja. Division 2. Ja, wir nehmen Option 1, Freunde. Wir nehmen auf jeden Fall tradable. Macht mehr Sinn. 250 KPX, 135 KPX. Geil. Neues Team of the Week ist ja auch seit gestern am Start. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Irgendwie Dennis FIFA oder so hieß der. Der hat auf Twitter sein Top 100 Pack gepostet. Das muss ich euch raussuchen, Freunde. Ihr fangt an zu weinen. Wenn ihr das seht, fangt ihr an zu weinen. Ich suche euch das raus. Es tut so weh, ne? Alter, das muss ich euch zeigen. Wenn ihr dieses Top 100 Pack seht, ihr weint. Okay, Freunde, seid ihr ready zum Weinen? Seid ihr ready zum Weinen? Seid ihr ready? Gönnt euch dieses Top 100 Pack. Ist ein Top 100 Pack. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Abstoßinforms. Aus einem Top 100 Pack. Bruder, muss los, Alter. Junge, Junge, Junge. Das ist richtig schmerzhaft. Aber Neustädter, der Ehrenbruder. Das ist... Also keine Ahnung warum, aber die haben ja auch im Vergleich zum letzten Jahr... Letztes Jahr war es ja so, dass man in den garantierten Inform-Packs, also auch wenn man Elite 3 oder so war, wenn man ein 3er Inform-Pack bekommen hat, nur Informs ziehen konnte, die 81 plus haben. Guck mal, der hat ja jetzt hier... Die kannst du alle discarden. Also, real talk. Die sind alle alles Discard-Informs. Da ist keiner dabei, wo du sagen würdest, oh ja, der ist lecker. Die sind alle scheiße. Die sind alle richtig kacke. Naja, was willst du machen, Braskos? Wir kriegen heute einen 3er-Inform-Pack. Wir ziehen heute Alexandro. Und wir kriegen ja auch wieder die roten Informs, ne? Schon bitter. Halt nicht mal ein Chesney oder sowas, ne? Also gut, Bernardo Silva finde ich auch... Was? Ist der so teuer? Wollte schon sagen, 60k. Bernardo Silva ist halt aufgrund des Tempos nicht interessant. Lukaku ist halt fett. Arnautovic finde ich richtig geil. Auf Arnautovic habe ich Bock. Ja, James wäre halt als ZOM geil. So ist er halt ein bisschen bitter. Van Dijk stelle ich mir ziemlich geil vor. Bailey ist halt auch bestimmt ziemlich nice. Machen erstmal die Division Rivals Rewards auf. Da haben wir 1,35 KPX, 2,50 KPX. Let's go. Natürlich kein Walkout. Aber the slides, let's go. Ellie? Walker! Moin, Leute! Ich bin's! Tim! Was ist der Wert? 60k oder so? Easy Game, Freunde. Ja, hat sich jetzt schon gelohnt, Division Rivals nicht die Coins zu nehmen. Ja, moin, Alter. Also wir hatten 40.000 Coins, glaube ich, als Auswahl, ne? Lol. Easy Game. Was? Alles klar, er kostet einfach 90k. Ja, Freunde, das nehmen wir mal ganz entspannt mit, oder? Alter. Wir haben Division Rivals Rewards gehabt. Division 1 oder Division 2, Rang 3 war das, glaube ich, ne? Ich glaube, das war noch Division 2. Anstelle von 40k hatten wir die Möglichkeit, 250k Packs und einen 35er zu öffnen. Wir ziehen das 35er und haben jetzt schon 90k raus. Easy Game. So. Wir machen jetzt das 50k Division Rivals Pack auf als Frustbewältigung. Bitte Walkout Icon Ole. Nein, okay, alles klar. Ja, gib mir mein Geld, ich kaufe mir ein Best. Aber mein Geld war ja zu spät da, Alter. Hätte ich mal einen besseren
Kredit aufgenommen hier. Ein Scheiß, Alter. Okay. Ja, dann starten wir mit den Food Champions Dingern. Wünscht mir Luck, Freunde. Hashtag Packluck in den Chat. Abfahrt. Ich will einen roten Alexandro haben. Rest ist mir scheißegal. Roter Alexandro möchte ich haben. Oder Arnautovic. Wäre ich auch schon zufrieden mit, Freunde. Abfahrt Erna, erstes Spielerwahl-Ding. Alexandro, bitte. Ich weiß schon wieder, wie das hier... Mann. Ja, ich glaube, Benze Bunny, oder? Was meint ihr? Neustädter, Schalker Legende, Grüße gehen raus. Aber ich glaube, so richtig spielbar ist eigentlich nur Benze Baini, oder wie der heißt. Oh. 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 Es ist schon ziemlich bad. Ja, okay, komm, wir nehmen Neustädter als Ehrenmann. Wir nehmen Neustädter auf Ehrenbruderbasis. Zweites Pack, let's go. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, wie bad ist denn das? Ja, wen sollen wir nehmen? Oh, Alzoma oder was? Och nö. Das war's ja wieder komplett. Das war's ja mal wieder komplett. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, wir nehmen Alzoma. Letztes Spezialobjekt. Wir brauchen nochmal ein geiles Lied zum Pushen. Freunde! Jetzt komm da, der Alexandro. Hoffe ich. Alexandro, James, Bailey oder Van Dijk oder so. Come on. Es ist doch so ein Joke. Es ist doch so ein Joke. Es ist so bad. Es ist so bad. Wobei, Wähler geht halt so halbwegs, ne? Oh, nö. Ein zweiter Neustädter. Geil. Ja, nehmen wir Wähler. Wow, geil. Ich hätte halt, ein Arnautovic wäre halt echt, wenigstens ein Arnautovic wäre halt geil gewesen. Aber das ist halt echt richtig bad, Alter. Das hält richtig schlecht. Alter, ist das bad. Puh. Ja. Also, für Champions Rewards, die roten können wir. Okay, dann haben wir jetzt das 100k-Pack und das 3er in Form-Pack. Let's go. Und wir machen beim 100k-Pack ein Chat-Pack, Freunde. 100k-Pack, Chat-Pack. Teaser Arnautovic, lächerlich. So, ich mach den Monitor aus. OBS wird geschlossen. 100k-Pack. Come on, ich seh nix. Gönn einfach irgendwas Gutes, Mann. Gönn einfach irgendwas Geiles, bitte. Oh mein Gott, Alexandro. Oh mein Gott, Icon. Kahn, Ronaldo, Lukaku, Mbappé, kein Walkout, Werner. Boah, wie hart ich in den Arsch gefickt werde, dass ich Elite erreiche, ne? Es ist echt hart, Alter. Wie hart ich in den Arsch gefickt werde. Es ist zu krass, oder? Es ist zu krass. Du erreichst Elite und kriegst halt echt Real Talk. Die größte Scheiße, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Was ist denn das für eine Wichse? Alter. Es tut halt schon weh, ne? Es tut schon weh. Ich mach nächste Woche, erreiche ich absichtlich keine Elite und krieg wahrscheinlich bessere Rewards. Finn hat irgendwie Gold 2 oder so erreicht und kriegt einfach einen roten Lacazette so. Was ist denn das für eine Wichse, Mann? Mann, ja, ich weiß, Duplikate, Zmaul. Weißt du, wenigstens jetzt irgendwie... Wenigstens ein Arnautovic oder so aus dem Dreier in Formpack oder ein Bailey oder so. Weißt du, irgendein, der halt ein bisschen was wert ist. Es müssen ja keine Unsummen sein, so. Aber wenn selbst ein Chesney wäre ich schon zufrieden. Das sind 40, 50k. Selbst da würde ich schon sagen, so, okay.
Aber ich werde bekommen. Ich krieg safe, ist in dem Set Neustädter drin. Hundertprozentig ist Neustädter drin. Ich mache jetzt hier eine offizielle Wette, Freunde. In meinem Dreier in Formpack wird Neustädter drin sein. Und hier irgendwie, keine Ahnung, einer von denen. Safe. Oder zwei von denen, besser gesagt. Weil ich würde mich ja schon freuen. Bailey, Alexandro, Van Dijk, Chesney, James, Bernardo Silva, Lukaku, Arnautovic. Einer von denen. Selbst ein Wähler. Okay, ein Wähler wird mir auch nichts bringen. Wobei, selbst ein Wähler wäre in Ordnung. Selbst ein fucking Wähler wäre in Ordnung. Ich will jetzt was Geiles ziehen. Nee, bei dem mache ich kein Chatpack. Ich habe gerade bei dem 100k-Pack ein Chatpack gemacht. Das möchte ich jetzt selber mit meinen eigenen Äuglein sehen. Also in der Hoffnung, dass da was Gutes bei rumkommt, ne? Just saying. Let's go. Kein Walkout. Geil. Es ist so ein Joke, ne? Es ist so ein Joke, Alter. Es ist so ein Joke. Wofür spiele ich nach Elite? Wofür, Neustädter? Ja! Ich hab es so gewusst! Ich habe es so gewusst, Freunde! Elite Rewards, meine Damen und Herren! Elite Rewards! Lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen. Ich buchstabiere es nochmal. Elite! E-L-I-T-E! Elite! Meine Damen und Herren, die Rewards haben sich an der Stelle auch mal wieder richtig gelohnt. Der Neustädter auf Ansage darf natürlich auch nicht fehlen. In dem Sinne, Alter, es macht einfach Spaß, diese Elite Rewards zu ziehen. Es ist einfach geil. Ja. Es ist einfach schön. Vor allem, es kommt natürlich der scheiß Neustädter auf Ansage. Es kommt natürlich. Und damit kann ich auch wieder den gleichen Move machen, den ich letzte Woche gemacht habe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ey, es ist zu krass. Ja, der rote Sandro, den ich gefühlt habe, der ist gekommen, ne?